Vielleicht willst du auch hochkommen. Oh, jetzt hat er sich geschüttelt. Jetzt müsste ich eigentlich den Boden nach Mini-Zecken absuchen, Schatz. Tja. Ich glaube, die Katze guckt schon so, sie würde gerne das andere Prospekt mal anschauen. Okay, Entschuldigung. So, das da. Siehst du, das da? Nein, das eins weiter. Das? Ja. Ich glaube, dieses Prospekt möchtest du anschauen. Nein, die Katze, guck mal, wie sie guckt. Guck mal, oh. Oh. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass du das möchtest. Nein, das möchte die Katze anschauen. Nein, möchte sie nicht. Doch, guck, sie ist schon interessiert. Ich kann ihre Augen nicht sehen, deswegen weiß ich es nicht. Hm? Okay, Schatz, was glaubst du, wofür sich die Katze am meisten interessiert? Ich glaube, sie hat gerade auf diesen großen Fernseher hier gestaut. Du meinst auf diesen Mega XXL 75 Zoll 190 Zentimeter Fernseher? Ich gebe ihr doch mal die Möglichkeit, sich das genauer anzuschauen. Ich glaube, sie möchte das. Sie ist sehr interessiert. Ich glaube, sie hat überhaupt nicht gesehen, dass du da versucht hast. Doch, doch. Vor allem bei diesem Preis hier. Plump. Da ist sie ganz interessiert. Ein Leckerchen hinzulegen. Schatz, ich sag's dir nicht gerne, aber wenn wir so einen Fernseher wollen, brauchen wir eine neue Wohnung. Weil na, guck, sie sagt, sie hat entschieden. Schatz, die Katze hat entschieden. Die Katze hat doch vorhin auf ein Haus für 56.000 Euro getippt, was wir uns nicht leisten können. Ja, aber sie sagt, sie will das. Nee, will sie nicht. Doch, guck. Sie hat ganz klar die Hand draufgelegt. Nein, hat sie nicht. Oh, der ist aber echt günstig. 899 Euro für so einen riesen Fernseher, sind die so günstig geworden? Schatzi, die Katze möchte den Fernseher nicht gucken. Das Leckerchen bleibt liegen. Ich glaube, das macht es nicht besser. Und Lili, du willst diesen Fernseher. Und wie gesagt, um diesen Fernseher hier irgendwo reinzustellen, brauchen wir eine neue Wohnung. Der ist 1,90 Meter. Wo soll denn der stehen? Auf dem Balkon draußen? Guck es dir nochmal an, Lili. Lass es dir nochmal durch den Kopf gehen und... Schatz, wenn du es anstupst, ist das ein eindeutiges Netter Zeichen. Versuch, aber ich glaube nicht.